Ja, danke für die tolle Einleitung. Und ich glaube, genau so wie du damals deine Familie verarscht hast, so nehmen uns Spirituelle ganz viele Menschen wahr. Es gibt für die nur Walla Walla oder Business. Und darüber möchte ich euch was erzählen. Mein Weg zu mir hat angefangen mit Weiblichkeitsseminaren. Ich fahre da immer wieder hin, um zu mir zu finden, um mich wieder ganz spüren zu können und auch die anderen Frauen. Das ist eine Herzensebene, das ist so unbeschreiblich und ich brauche das einfach immer wieder, um diese Kraft und diese Stärke, die wir von Mutter Natur bekommen und von unseren Ahnen, einfach auch in meinen Alltag einzubringen. Und vor 6 Wochen war ich gerade wieder auf einem Weiblichkeitsseminar. Ich habe dort Sachen gemacht, hätte man mir das vor 3, 4 Jahren erzählt, never. Also wirklich so nachts ums Feuer getanzt, laut getrommelt, Ganzkörperbemalung, also richtig, ja, faszinierend. Und das sind alles Sachen, die mir vor einigen Jahren noch viel Angst gemacht hätten. So, auch dieses Seminar ging irgendwann zu Ende und ich habe mich auf den Weg zu meinem Auto gemacht. 2 Mädels standen dann noch, wir haben uns lieb zugewunken und ja, diese Verbundenheit, das ist was ganz, ganz Faszinierendes. Und ich schlender diesen Waldweg runter und dann sehe ich ihn schon blitzen. Mein Auto. Meine weiße Karre. Und ich gehe auf ihn zu und denke mir, ja, drücke auf meinen Schlüssel und der blinkt mich an. Ja, damals waren die Typen ja hinterhergewunken, jetzt ist es das Auto, was einen anblinkt. Naja. Ich gehe weiter, klick, mach den Kofferraum auf und dieses Auto ist für mich so viel Sicherheit, ja. Es ist mein Statussymbol. Bei manchen sitzt vielleicht die Handtasche oder sowas. Bei mir ist es dieses Auto. Und ich sitze da drin und ich bin die Königin der Landstraße, ja. Ich cruise damit durch die Gegend und es ist einfach meins. Koffer rein, alles wunderbar. Und in dem Moment sehe ich die beiden Mädels, die mir eben gerade noch total wunderbar zugewunken haben. Komplett erstarrt. Nichts mehr, auch kein Lächeln. Und ich stehe da und denke mir, super, bist raus. Komplett. Und trotz allem kam da auch so eine gewisse Scham hoch, so ein ganz altes Gefühl, weil, ganz klar, vor ein paar Jahren habe ich genauso gedacht. Hallo, gottgegebene Gabe, ich behandle, gar kein Ding. Und Geld, naja, braucht man ja nicht, Fahrradfahren, vegan, alles klasse. Und trotz allem, hallo, ich bin ja auf dieser Erde, um alles zu erleben, um die Fülle zu erleben. Und dazu gehört ja nun auch mal Geld. So, ich dann also, tja, erstarrt, stand da. Und in dem Moment ist mir so bewusst geworden, schließen sich Spiritualität und Reichtum aus? Ist das ein Thema hier in Deutschland? Wer sagt das? Wer sagt das? Wer hat uns erzählt, es geht nur eins von beidem? Ich kenne niemanden. Und trotz allem habe ich es auch lange noch geglaubt. Und ich kenne so viele wunderbare Frauen, die in ihren Praxen stehen, die so viel gute Arbeit für uns Menschen machen. Und ganz viele von denen leben doch irgendwo so ein bisschen am Existenzminimum. Und ich selber auch. Und irgendwann hat sich für mich dann einfach die Frage gestellt, 3 Kinder, 2 Hunde, 2 große Ridgebacks. Tja, das Ganze muss hier irgendwie auch bezahlt werden. Und natürlich bin ich ein spirituelles Wesen, aber ich bin hier auf der Erde und ich muss dem Ganzen ja auch gerecht werden. Ich muss das Ganze ja auch bezahlen können. Und es passiert ja nichts aus Zufall durch mein Leben, bin ich dann krank geworden und irgendwann kam etwas in mein Leben, was mir meine ganze Lebensenergie und meine ganze Lebensfreude und vor allem auch meine Gesundheit wieder zurückgegeben hat. Und irgendwann habe ich angefangen, darüber zu erzählen. Einfach aus meiner Herzensüberzeugung, weil es alles, was mein Leben ja, aussagt oder wie ich mein Leben lebe, all diese Sachen waren darin verkörpert. Und ich habe angefangen, erst im Freundeskreis zu erzählen. Dann habe ich angefangen, kleine Vorträge zu halten und ich hatte wirklich die Hosen voll, gar keine Frage. Aber die Begeisterung und stell du dir mal vor, du arbeitest mit Menschen, die wollen hören, was du erzählst. Und du bist mit Menschen zusammen, die für das Gleiche brennen wie du. Das ist einfach der absolute Traum.
So war ich also irgendwie auf einmal im Network Marketing gelandet. Alter Schwede, schlimmer ging es ja gar nicht, ja? Ich hatte dann immer nur so im Kopf, tschakka, wir sind die Geilsten, ne? Und hier Duplikationssysteme, so musst du es machen, Listen, wo ich anzurufen habe. Und ich so, nee, also Leute, da bin ich ja nun mal ganz raus, so nicht. Und dann fing ich an, mir Gedanken zu machen, wie könnte es denn laufen? Und habe ein Business angefangen, ganz weiblich, ganz spirituell. Und zwar ein Netzwerk aus Frauen, aus spirituellen Menschen, aus Frauen, die sich auch bewusst sind. Und diese Kraft dieses Netzwerkes, dieser Zusammenhalt und einfach die Sicherheit, die mir sonst mein Auto vermittelt, jetzt einfach auch im Job zu haben, weil ich nicht nur mein Geld verdiene, wenn ich an der Liege stehe und in meiner Heilerpraxis arbeite, sondern auch in arbeitsfreien Zeiten, weil ich einfach geilen Urlaub mit meinen Kindern mache. Und trotz allem fließt es weiter in meinem Leben. Das hat mir so viel Sicherheit gebracht und so viel Spaß und Leichtigkeit, ne? Und das haben wir Spirituellen ja manchmal auch nicht, ne? Wir tauchen ja von einem Thema ins nächste, ne? Verheddern uns da auch ab und zu. Und jetzt ist es halt mal ganz genial, ne? Tagsüber tief abtauchen und abends dann nochmal wieder Spaß haben, weil alles möglich ist. Und dazu möchte ich dich einladen. Schau mal einfach bei dir im Leben. Vielleicht hast du auch irgendein Produkt, was du jeden Tag verwendest, wo du sagst, boah ja, das berührt mich im Herzen. Und fang einfach an, darüber zu erzählen. Erzähl anderen Menschen darüber. Natürlich gibt es ganz viele Wege. Das ist mein Weg. Also, aber es lässt sich halt so toll beides verbinden, weil du kennst das vielleicht auch, man braucht mehr Rückzugsmöglichkeiten, mehr Ruhe, freie Zeiteinteilung. Und wenn man das auf einmal alles so mit integrieren kann, wird es wirklich recht cool im Leben. Ich habe ein paar Tipps für dich. Möchtest du die hören? Ja. Ja? So, also mein erster ist halt tatsächlich, schau bei dir nach. Gibt es etwas in deinem Leben, was du jeden Tag verwendest, was du dir auch nicht mehr wegdenken möchtest, was dich im Herzen berührt und du einfach weißt, es tut dir gut? Und fang an, darüber zu reden. Fang an, dich damit auseinanderzusetzen. Und schalte dein Hirn aus, diese ganzen Chaka-Chaka-männlichen Energieveranstaltungen. Nein, tu es auf deine Art und Weise, in deinem Tempo, so wie du es möchtest, mit deiner Herzensenergie. Dadurch zeigst du ja auch dich persönlich, weil du erzählst natürlich nicht nur etwas über dein Produkt, sondern du erzählst natürlich auch, was du sonst machst. Massagen, Coaching, was auch immer. Und dadurch läuft es dann ja auf der anderen Ebene auch gleich wieder viel geschmeidiger, ne? Also es passt schon alles ganz gut zusammen. So, mein zweiter Tipp ist, und zwar hatte ich tatsächlich, vielleicht liegt es auch an der Spiritualität, ich weiß es nicht, aber echt ein Problem mit Geld, mit Reichtum. Und dazu habe ich dir auf meiner Internetseite etwas zur Verfügung gestellt. Das kannst du dir downloaden, um dich mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen, wie viel Reichtum du dir in deinem Leben überhaupt selber zutraust oder kreierst. So, und noch etwas für den Tagesablauf, mein dritter Tipp. Du hast ja vielleicht ein Parfum zu Hause, irgendetwas, was dich jeden Tag begeistert, weil du sprühst das so gern und es riecht so toll. Und wenn du morgen früh dastehst oder wann auch immer und du hast deine Parfümflasche in der Hand, überleg einfach mal, was du für den Tag brauchst. Vielleicht ein Spritzer Spiritualität, ein Spritzer Reichtum oder Ruhe. Was auch immer, sprüh dich jeden Morgen mit dem ein, was du für den Tag benötigst. Also, wir alle haben ein Leben in Fülle verdient. Bitte fang an, es zu leben.